Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Fallout 76. Hier sind wir. Ich bin ein bisschen weiter weg vom Vault, wo wir in der letzten Folge waren, weil ich habe leider 30 Minuten Aufnahme verloren durch mein grandioses Game-Capture-Tool, was ich hier mir geholt habe und das nicht gut funktioniert. Na gut, hier sind wir auf jeden Fall. Und zwar sind wir von hier oben hier runtergelaufen. Zu diesem Sägewerk, hier waren ekelhafte Zecken. Und dann sind wir zu dieser Farm gelaufen, da waren komische Ghule mit grünen Kristallen drin. Und einer von denen hatte irgendwie 5 Gewehre und mehrere Impro-Revolver dabei, was halt sehr praktisch war. Und dann sind wir zu dem Camp gelaufen, Lager der Aufseherin. Da sind wir jetzt. Und dort sollten wir Rüstung bauen und Waffen bauen. Und jetzt sehen wir so aus. Moment mal, wir können hier ins Fotomenü gehen und uns fotografieren. Guck mal, sind wir nicht süß, ja? Oh Mann, wir sehen echt ziemlich gelangweilt aus. Kann das sein? Naja, da sind wir. Schnappschuss. Tschüss. Oh, guck mal, es war sogar... war sogar eine Quest. Hier stehen überall bescheuerte Spieler rum. XXX, Gamer und ganz viele Spieler mit ganz vielen Xen drin. Es sind aber nett bis jetzt, ja? Und der hier scheint ja auch irgendwie eine coole Sache, Dingens gefunden zu haben. Und das an einem Partyhut. Na gut. Okay. So, dann waren wir in einem Haus... Und haben einen Code gefunden für einen Sendemast. Lade das Holoband zur Anforderung von Vorräten hoch, ja? Ich spiele jetzt mal das Holoband ab, was wir hier noch gefunden haben von der Aufseherin. Damit ihr wisst, was hier los ist. Ich glaube, das war das hier. Aufseher-Logbuch, südlich von Vault 76. Die redet jetzt und wir gehen mal zum Sendemast. Ich wusste, das würde nicht das Appalachier sein, das ich kannte, aber... Mutierte Tiere? Durchgedrehte Bots? Und bislang keine Menschen. Wir müssen darauf gefasst sein, den Wiederaufbau in, wie ich es sehe, feindlichem Gebiet durchzuführen. Zum Glück war Voltec vorbereitet. Sehen Sie das? Die Kochstation, die Lagerkiste, die Werkbänke. Alles mit dem Camp errichtet. Sie brauchen hier draußen eine Basis. Und genau die bekommen Sie mit dem Computerassistenzsystem für mobile Produktion. Benötigt werden nur noch Ressourcen, Planung und ein bisschen Muskelkraft. Wenn Sie Ihr Camp verlegen, kommt alles mit, was Sie gebaut haben, okay, sodass Sie es an Ihrem neuen Standort wieder aufstellen können. Machen Sie davon Gebrauch, wenn Sie in unbekanntem Gelände unterwegs sind. Ich habe mein Camp dagelassen. Sie können es also benutzen. Ich weiß, dass ich meinen eigenen Rat, es mitzunehmen, nicht befolge. Aber als ich die Appalachier gesehen habe, muss ich dafür sorgen, dass jeder Bewohner von Vault 76 sichere Ausgangsbedingungen hat. Ich komme auch so klar. Darf ich? Wenn es sie noch gibt, liegt die Stadt Blackwoods, die Straße runter. Treffen Sie mich dort. Hier spricht die Aufseherin. Ende der Aufnahme. Oh Gott, das ist eine ganze Spielergruppe. Guck mal, eine ganze Gang. Oh, guck mal, die kämpfen gegeneinander. Oh Gott, und sie haben alle Partyhüte an. Oh Mann, mit dem Controller rumzuballern ist schon die Seuche. Okay, sie verlieren Körperteile. Ist gut. Guck mal hier. Ach komm, wir gehen hier weg. Bloß weg von den Spielern. Ich will jetzt zu diesem blöden Turm. Okay. Oh, bin ich froh, wenn ich endlich PC spielen kann. Hirschleder. Oh Mann, ist das grell. Warum ist das alles so überbelichtet? Es ist schrecklich. Da kann man vielleicht noch eine Option umstellen, aber Gott sei Dank gibt es Mods. Ach nee, gibt's ja nicht. vielleicht fixt Bethesda die Bugs. It's not a bug, it's a feature. So, okay. Ah, das sieht aber hübsch hier aus ein bisschen. So, das ist ein Weg. Da will ich jetzt hochgehen hier. Und dann gehen wir zum Sendemast. Hier ist so eine Stadt. Ich würde ja gerne mich hier umgucken, aber ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Hier ist Terror, ja? Da habe ich doch ein bisschen, Muffensausen da reinzugehen. Green Country. Oh, oh. Ah, Green County Lodge. Okay. Ich habe ein Level gemacht. Ich kriege eine neue Perk Card. Stufe 3. Kann ich die jetzt auch verteilen, oder? Wir verstecken uns mal kurz hier irgendwo. Ich mich ducke. Oh, hier ist ein Holoband. Guck mal.
Oh nein, Gott! Ist das... Oh, ich dachte, das wäre wieder so eine hässliche Zecke. Die habt ihr ja Gott sei Dank noch nicht gesehen. Hässliche Red Kakerlake. Heute sind die Arme dran. 3 Sets mit je 12 Wiederholungen. Also gut. Kurz Hantel Curls für den Bizeps. Trizepsstrecker. Und Rückenstrecker. Bisschen blöd, dass es kaum richtige Geräte gibt. Egal. Kopf hoch. Nur noch 8 Luxussärge mehr, um das Soll in Backwoods zu erfüllen. Ich meine, Flatwoods. Wird nicht einfach, wenn man die finanzielle Lage hier betrachtet. Ich sollte sie einfach an unsere chinesischen Freunde erinnern. Dann würde ich innerhalb von 2 Wochen im Flieger zurück nach Ipswich sitzen. Dann wird es wohl Bankdrücken heute. Schon wieder. Eine 40% zusätzliche Munition beim Besuchen zu finden. Oh, das ist doch gut. Das nehmen wir. Ah, Schnorrer. Ich glaube, das habe ich nie geskillt bei Dingensbummens. Halt, nein, ich will dir auf die Karte da ein. Nein. So. Okay. Kaffeetasse. Spielkugel. Ach, das Wichtigste auf jeden Fall Schrott. So, ich will zu diesem blöden Sendemast hoch. Damit wir das mal machen können. Ist halt blöd, ich bin jetzt total durch den Wind, weil ich habe halt die Aufnahme schon 2-mal verkackt. Ich weiß schon, was ich ganz genau wieder zurückschicke. Das ist diese bescheuerte Game Capture Tool. So. Das sind 2 Roboter. Seid ihr lieb oder seid ihr böse? Responder Protektron. Okay, cool. Okay, dann greifen wir die mal nicht an. Ist das jetzt die Straße, ne? Ja. Irgendwo hinter mir ist ein Spinner. Bestimmt hat er auch einen Partyhut auf. Schnell weg hier. Also vertraut niemanden mit Partyhut. Definitiv nicht. Keine gute Idee. Blümchen. Blümchen. Ich weiß ja nicht, wenn man mit Controller spielen muss, das ist für mich wie 50% Spielspaßverlust. Ah, hallo, Mr. Farmhand. Ich habe eben mal einen gefunden, da konnte man mit dem sprechen und der hat, oh, ich habe durstig gerade. Der hat einem Holz gegeben. Das war hier, warte mal. Schrottmods. Kürbis. Ah. Essen, Hunger, finde ich gut, dass das drin ist. Ach, Endurance, hier, Ausdauer ist niedrig. Sammle die abgeworfenen Vorräte ein. Gibt schon 3-mal wahrscheinlich irgendwelche Spieler, die geordert. Und jetzt liegen die überall rum. Und alle prügeln sich drum. Oh, guck mal, die Brücke da. Cool. Die sind aber überall so nette Roboter. Ich glaube, die kann man doch einfach abknallen und dann das Zeug von denen nehmen. Ich meine, wahrscheinlich werde ich das früher oder später machen. Aber wie viele Roboter auch hier rumeiern. Vielleicht ist hier irgendwo eine Fabrik, die immer noch produzieren. Ich meine, die ganze Welt besteht ja eigentlich nur aus Robotern hier. Bald bin ich oben. Ende der Folge. Ganz bestimmt. Ach, da oben ist der Turm. Oh ja, diese coolen Satellitendinger. Die fand ich mal, aber das ist bestimmt schon ausgefahren. Oh. Sie sich und geben Sie sich zu erkennen. Seid ihr nett oder seid ihr böse jetzt? Nein, ihr seid böse. Oh ja. Oh ja, scheiße. Hätte ich eine Maus, wärt ihr schon alle tot. Oh, er brennt. Der ist kaputt. Gib mir dein Loot. Wald. Ist das ein Schatz? Ach, das ist eine Schatzkarte, okay. Fleischschrott. Mein Gott, Walter! Ach, Gott sei Dank.
Ich finde die Animation von den World Boys super. Aber bis jetzt fühlt die Welt sich doch ein bisschen steril an. Und wie gesagt, dieses Überbelichtete ist schrecklich. Guck mal, der Himmel und die Erde. Es ist echt übel. So, da ist noch einer. Ich glaube, ja genau. Nicht getroffen. Impro-Pistole gebaut, aber... Slumberbats geht halt nicht, wegen Multiplayer. Wenn ich eine Maus hätte, würde ich auch mehr in Deckung gehen und so. Okay, das haben wir. So, was ist... Warum ist das so klein? Ist da eigentlich so ein kleiner Wachbot drin, oder was? Das ist ja abgefahren. Okay. Ist die Karte. So, benutzen Notfall-Dingensbummens. Notfallmanagement. Übertragungstechnik, verbrannten Aufspürsystem. Holoband laden. Zurück. Holoband laden. Anforderungs-Dingensbummens. Airdrop anfordern. Holoband der äußeren Anforderung eines Abnutzers entfernt. Toll. Da. Nur welcher ist das jetzt? Toll, die sind alle da. Sammle den Vorräte des Abwurfs ein. Wahrscheinlich hier. Okay, da müssen wir da jetzt hin. Kommt das denn runter? Sieht man das dann? Da ist ein Kreis. Wahrscheinlich da. Ich meine, wer wirft die denn ab? Kommt den Vertibird oder so? Oder so ein Skyliner? Yeah, das wäre cool. Aber ich glaube nicht. Wäre viel zu schön, um wahr zu sein. Guck mal. Das sieht hübsch aus. Ja? Da unten. Das sieht jetzt gut aus. Aber die Grafik ist echt am Limit seiner Künste. Obwohl hier noch viel ausgebügelt werden muss. Oh, das ist ein Flugplatz, oder? Das ist doch so ein Hangar-Dingens. Wir sehen das jetzt. Ich will jetzt diesen blöden Airdrop finden. So, jetzt sind wir drin. Hallo? Oh shit! Das sind diese komischen Mutanten. Das sind die Einheimischen. Einfach da aufgetaucht oder ist das echt runtergesegelt? Sieht so aus. Leuchtfackel, Stimpack, Mentanz, Mehrzweck, Leuchtpistole. 5 Vorkriegsgeld. Da soll ich da reingehen? Finde die Aufseherin in Flatwoods. Ach, da soll ich auch reingehen? Dann machen wir das mal. Oh, ich gehe lieber schnell rein. Meine Güte. Okay, ich habe irgendwas kaputt gehen hören. Wilder Ghoul! Ist ein Spieler drin irgendwo. Hoffentlich ist der nett. Ich repariere mich erstmal kurz. Oh Mann, hier drin ist Krieg. Red X verdünnt. Das ist der Farmhand. Das sind normale wilde Ghule. Guck mal, stimmt, die haben hier gerade einen abgeknallt. Ich gebe mir jetzt mal nicht so viel Mühe zu sammeln, weil ich ja sowieso nicht so viel... Ich glaube, die haben die umgebracht. Metall auf, ne? Kann man wahrscheinlich durchwühlen. Ah, hier. Guck mal, so ein Holoband-Ding ist. Ich würde mal gerne selbst Holobänder aufnehmen, die verteilen. Hallo, hier war der alte Mann, du Penis. Ja,
Genau sowas, ne? Aufseher, oh, ich hab Kronkotten bekommen. Nennen wir diese Dinger Tagebücher. Das ist kein offizielles Logbuch. Nur etwas für mich. Das Landwirtschaftszentrum. Einer meiner ersten Jobs bei Vault-Tec. Ich hatte mich ziemlich gefreut, weil ich als Kind immer auf dieser einen Farm gewesen war. Ich weiß noch, dieses eine Jahr beim Herbstfest. Ich bin durch das Maislabyrinth gelaufen, kreuz und quer. Mama und Papa riefen, dass ich es langsam angehen lassen sollte. Auf keinen Fall. Ich schätze, ich wollte immer ganz schnell hoch hinaus. Eine Pfadfinder-Pionierin zu sein, hat nicht gereicht. Ich musste Truppenführerin werden. Eine gute Schülerin zu sein, war zu wenig. Ich musste überall Einsen haben. Mensch, mir fehlt diese Zeit. Einfach nur ein Kind zu sein. Wir drei. Unser einfaches Leben. Unser einfaches Haus. Ob es wohl noch steht? Und jetzt soll ich da wohl hingehen, ne? Zu ihrem Haus. Mein Gott, ist das verwirrend hier. Ach nee, da will ich noch nicht raus. Doch, komm, wir gehen mal aufs Dach. Ich muss ja hier nicht alles durchsuchen. Appalachia. Oh, Appalachia. Um in Nachkriegs-Appalachia zu überleben, ist es wichtig, immer genügend Nahrungsmittel und Wasser vorrätig zu haben. Durst und Hunger könnte ich genauso töten wie eine Todeskralle. Oh Mann, ich kann es kaum erwarten, wenn das für den PC in die Beta geht. Da kann ich so richtig loslegen. Da machen wir direkt Koop, die Similicious macht bestimmt mit. Das wird gut. Das wird gut, das wird gut. Okay, jetzt sind wir hier oben. Kann ich schlafen? Ausruhen kann man sich. Schießpulver. Okay. Komm, wir gucken mal da hinten, was da hinten drin ist. Nein! Ich will mich ja mal ein bisschen umgucken eigentlich nur. So, gehen wir mal da gucken. Also, ich habe Schlimmeres erwartet, tatsächlich. Ich war ja schon ein bisschen skeptisch. Also, ich bin immer noch skeptisch. Aber es ist zu früh zu urteilen. Ja, ich bin zwar, natürlich habe ich meinen Spaß. Ich freue mich. Ich bin immer euphorisch bei allen Spielen, die ich anfange zu spielen. Aber ich sage immer gerne, lasst euch nicht davon überzeugen. Falls ihr skeptische Fallout-Spieler seid, die sich Fallout 76 noch nicht geholt haben. Dann wartet mal, bis ich die PC-Beta ordentlich spielen konnte. Ja, dann könnt ihr ein richtiges Urteil von mir erwarten. Aber selbst dann ist es immer noch eine Beta und mal gucken. Ich kann mir vorstellen, dass eventuell das am PC alles ein bisschen schwerer ist. Weil man, wie gesagt, Controller, Federglobus, Controller sind immer so eine Sache. Ja, das macht ja alles viel schwerer, das Zielen und so. Ah, Alter, was ist das denn da? Frachtbot. Ach, der hat die Fracht abgeworfen zum Beispiel. Aber er steht noch hier rum. Oh, nee, das ist ein Ghule. Guck da. Guck mal. Bescheuerte Ghule. Guck mal, Alter, was ist das? Das ist doch... Das ist doch ein krasser Bot, Alter. Und das sind diese China-Bots wieder. Alter, das sieht aus wie von Terminator, so ein Ding. Befreier MK0. Nimm das, du Kommunisten! Dreckige Kommunisten! Kann ich noch abknallen? Aber krass. Das ist kein Ding. Das ist von irgendjemand anderem. Das kann nicht von den normalen Robco-Typen sein. Das sieht schon eher so neu aus wie Enklave oder so. Oder ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich auch täuschen. Aber die soll ja auch irgendwo präsent sein. Genauso wie die Bruderschaft, die eigentlich doch gar nicht hier war. 25 Jahre danach. Die sitzen irgendwo in so einem Berg im Bunker und sind ein paar hundert. Und soweit man weiß, sind die erst bei Fallout 3 zu der Dingenskiste gekommen. Aber das soll erklärt worden sein, deswegen, was ist das denn? Ein Frosch? Guck mal! Ekelhafte kleine mutierte Frösche. Froschleich. Die sind ja süß. Und jetzt sind sie tot. Süß. Kann man sich auch die halten? Wetten, es gibt Haustiere.
Oh, ist das grell hier. Guck mal, das irgendwie... Wo laufe ich überhaupt hin? Scheiße, wo laufe ich überhaupt hin? Ich muss nach da. Finde den nächsten Tagebucheintrag von Sutton. Aber das machen wir nicht mehr. Ich folge jetzt erstmal keinen Tagebucheinträgen mehr, sondern gucke mich einfach mal ein bisschen um. Ja? Vertrödel mal ein bisschen Zeit, bis die PC-Beta anfängt. Und, töten. Springt der runter? Tatsächlich! Na gut, Leute. Ja, das war's erstmal von mir. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Und bis dahin, haut rein!